Hallo und herzlich willkommen zurück zu City War Nation und heute mal nicht alleine, sondern mit dabei ist heute der Chris. Hallo. Hallo. So, Ich sitze in meinem Jacuzzi, werde hier von Monstern belagert. Und das finde ich sehr schön. wollen wir schlafen gehen direkt? Ja, das wäre doch mal eine Idee. Oh, und ich habe immer noch von der letzten Folge Stärke- und Schnelligkeit-Effekt. Na gut, das bringt mir jetzt hier nichts. Ich gehe mal hier schlafen. Oder bist du schon im Bett? Ich war lag schon im Bett. Okay. Was ich ja in deiner vorletzten Folge gesehen habe, war, dass du über diese Schlucht vor der Stadt geredet hast. Ja. Und die möchte ich jetzt gerne beseitigen. Ah, das ist eine gute Idee. Weil ich glaube, hättest du es nicht gemacht oder ich irgendjemand mal gemacht, dann wäre ich dann locker dran gestorben irgendwann. Jo. Weil, ich weiß nicht, ob du es hast du gerade gesehen, ne? Wie knapp ich da fast reingesprungen wäre. Nee, habe ich nicht. Nee. Ach, Chris, du nimmst so viele Folgen auf. Hast du was damit zu tun, dass die eine Pilzkuh fehlt? Nee, ich habe nur mal eine Kuh geschoren, aber die wäre dann nicht zu normalen Kühen, oder? Du hast die geschoren, die Kuh? Na, mit einer Schere, ja. Klar. Was? Ja, die wären doch aber nicht zu normalen Kühen. Außerdem waren doch da noch zwei Kühe, zwei Ja, doch, die Pilzkühe. werden zu normalen Kühen. Also, die ist jetzt eine What? normale Kuh. Ich habe What? mir so gedacht, so, hä, was ist aus der anderen Pilzkuh? Warum ist das dann eine normale Kuh? Ja, Ich so, ich war extra voll besorgt, habe überall nachgefragt, oh, wird das zu normalen Kuh? Solltest du normalen Kuh? Und alle so, nein, nein, nein. Ja, Und guck. So, ah, ja, ich bin schon. Guck mal, Chris, guck hier. Das ist einfach eine normale Kuh. Aber die ist auch cool, ja. Das ist, Ja, sind das ja noch, Gustav. Sind ich glaub, ja noch Gustav habe ich sie irgendwie genannt. Zwei Kühe. Ich habe sie, glaube ich, Gustav genannt, die Kuh. Dein Pferd hat noch keinen Namen, oder? Doch, Charlie, ja. Da kannst du sogar drauf gucken, dann hat es also, angezeigt. Bei mir nicht. Ja, das ist gerade zu weit weg. Hier, wenn du hier bist, dann. Nö, nee, bei mir. Achso, doch, ja, hast recht. Charlie. Hast du recht, Junge. So, warte mal, ich geb dir mal Zeug. Du brauchst ja mal was zum Bauen. Und zwar Spinnen. Ich hab genug. Also, du musst mir wirklich nichts geben. Doch, nur trotzdem. Hast du deine Kiste schon gesehen? Ja, habe ich. Den Unsichtbarkeitstränke, danke. Bitte. So, dann brauchen wir noch goldene Karotten. Ich hab wirklich alles genug da, du musst mir nichts geben. Doch, ich geb dir alles, was ich habe. Ich hab so viel Gold und so viel Karotten hier, warte, alles gut. Der Chris will nämlich noch ein paar andere Dinge haben. Ja, ich will etwas machen, was vielleicht unerwartet kommt für einige Zuschauer. Ist es jetzt offensichtlich, was er vorhat, oder ist es gerade, weil es so offensichtlich ist, doch eher was anderes? Ja. Man weiß es nicht. Vielleicht liegen die Tränke der Unsichtbarkeit auch einfach zu in einer Kiste. Ohne genau. jeden Sinn. Du wolltest einfach mal zu Tränke haben, ne? Ich wollte einfach mal Tränke. Einfach mal. Ist auch mal schön. Ja, also ich meine, davon hat man auf jeden Fall viel, so an sich. Ja. Nicht. Und ich werde mir jetzt mal fucking hell ein Pferd ziehen. Ich habe nämlich jetzt ein Namensschild und einen fucking Sattel. Oh. Eine Rüstung solltest du auch haben, die hier. Ja, die habe ich Wogon geschenkt. In der du hast Folge. Die Was? Ja, weil als Zeichen des Friedens, bevor er. Von, er wurde in der gleichen Folge noch von Kurga getötet. Echt? Dann hat man Tim dann bitte Ding angegriffen. In der letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Echt? Oh, da freue ich mich drauf. Ich war total schockiert und für mein Leben geprägt. Okay. Und braucht man Äpfel oder so, um Pferde zu ziehen oder einfach nur draufklicken? Einfach die ganze Zeit rechtsklick, ohne was in der Hand zu haben, draufklicken, dann schmeißt dich ein paar Mal runter und dann musst du halt ein bisschen ausprobieren. Scheiße, aber ich möchte mich nicht runter. Mir fehlt doch noch was. Was denn? Du musst Sand holen. Oder hast du Sand? Nee, aber das kann ich gleich mal farmen mit meiner sehr schönen Königsschaufel, die ich vom König Hüst selbst bekommen habe. Bitteschön. Ja, auf jeden Fall, wenn du dann es mir Sand bringen würdest, dann könnte ich die Tränke machen. Jo, mach ich gleich. Ich schnapp mir erstmal ein Pferd, ne? Und dann Ajo, ne? geht's auf Wild West Style in der Wüste. Wo waren denn die ganzen Schade, Pferde, ey. Die wir mal gesehen haben? Die waren doch hier Die waren Richtung bei der Burg, der ne? Burg, wo du entdeckt hast. Ja. Also ich bin gespannt. Ich wäre ein weißes Pferd, wie Gandalf. Genau. Eomer. Heißt das hier so? Ich glaub, ah, dann verfickst du den Falschen. Ich glaube, das sieht anders, ist egal. Alter, hab ich noch viel Holz in der Kiste. Ich habe gerade noch so eine andere Kiste von mir entdeckt. Ja, geil. Oh, ich bin instant drauf sitzen geblieben. Und es liebt mich! Es liebt mich! Direkt? Ja. Wenn ich drauf sitze, muss ich dann, E drücken. Ah, dann kann ich den Sattel drauf packen. Genau. So. Und dann auch Rüstung. Okay, cool.
So, habe ich den achten Block. Alter, und nice. Ich bin noch nie auf dem Pferd geritten in Minecraft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Und dann passieren gerade zwei gute Sachen. Du reitest zum ersten Mal auf dem Pferd und ich kann mir jetzt endlich nach jahrelangem Farmen von Gold den OP-Goldapfel craften. Ich habe jetzt 8 Goldblöcke. Wie kann ich denn das Pferd benennen? Ich sag nicht, ich habe keinen Apfel. Da ist ein Apfel. Okay. Pass auf, Leute, hier. 8 Goldblöcke und ein Apfel ergibt den heiligen goldenen Apfel, der OP-Goldapfel. Und der ist noch sehr, sehr wichtig in naher Zukunft. Ach Chris, ich wollte dich ja noch aufklären über etwas, aber das kann ich jetzt nicht in der Folge machen. Das machen wir dann. Das vergesse ich immer. Wie kann ich denn ein Nametag auf mein Pferd draufklatschen? Du musst den Nametag in den Amboss packen und musst den Nametag in den Amboss benennen und ja, dann... Ja, da war ja was. Das vergesse ich immer wieder. Ja, das, wenn du das gemacht hast, dann läuft es. Ja. So, dann muss ich jetzt noch ein paar Dinger bauen. Ich hab mir gedacht, ich mache jetzt in der Folge einfach ganz normal ein bisschen bauen. Ich hoffe, dass es dabei bleibt, dass ich bauen kann und nicht jetzt gleich wieder der Stormy kommt. Du kannst gleich mal für mich brauen. Ja, stimmt, das mache ich auch noch. Weißt du, ich denke mir so, ach komm, lass mal jetzt mal ganz normale zwei friedliche Folgen aufnehmen. Lass mal ein bisschen am Haus bauen, da hast du schon lange nichts mehr gemacht, ne? Die anderen sind da schon so weit mit dem Hausbau. Und dann, ne, wer kommt auf dem Server? Stormy. Der gute Stormy. Schlimm sowas, oder? Schlimm sowas. Ja, das ist... Manchmal weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll, ob man die Leute dann hassen soll, oder... Und wie würdest du damit umgehen? Du denkst so, brauchst du friedlich Erfolg? Aber gut, bei dir, die machen sowieso bei dir nie irgendwas. Du sagst so, ja, lass mal bitte friedlich machen, dann sind die alle friedlich zu dir. Ich bin voll der Hippie in dem Projekt, also... Ja, aber, lass mal disliken, bitte, danke. Ja, also voll der Friedenstyp hier, was soll das? Was soll denn Scheiß? So, wo ist er? Das ist es jetzt. Es ist weggelaufen, du scheiß Pferd! Bleib hier, almighty! Wenn ich sehe, ich verbrenne es, ja? Danke. Ja, ich stein Charlie dann auch, ja? Danke. Das ist nicht Charlie. Doch. Ohne Spaß, wenn Charlie jemand irgendwas antut, ne? Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Du hattest übrigens recht mit den Bäumen. Ich hatte mich die ganze Zeit gewundert, warum die nicht wachsen. Und das lag einfach daran, weil es nicht ging. Ich hab die ja dann in der einen Folge die dann abgebaut und hab die so in einem Viererding zusammengesetzt. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der ist außerhalb der Stadt gewachsen. Ja, genau. Ja, und das habe ich dann für dich ja gemacht. Vor allen Dingen, aus irgendeinem Grund steht auf meinem Helm hinten drauf CH. Ich meine, das passt von meinen Initialen her, aber what the fuck? What, das ist creepy. Könnte aber auch für Chroma Hills stehen. Könnte da liegen. Möglicherweise. Ja. Könnte, ja. Man weiß es nicht genau. Man munkelt noch, ne? Also man ist sich noch nicht so ganz sicher, ob das so jetzt... Ja, ja. Was das angeht. Muss noch ein paar Studien drüber gemacht werden, ein bisschen Geld ausgegeben werden und dann... Ja. Dann können sie sagen, so, hey, Chroma Hills hat es nicht irgendwie Chris, nein. Ja. Pferde können nicht schwimmen, oder? Nee, können sie nicht. Also, nee. Mm. Okay, dann habe ich gerade Mist gebaut. Warum? Mein Pferd steht hier im Fluss. Ja, also sie können nicht ertrinken, so viel ich weiß. Also außer du würdest die jetzt voll spammen mit Rest gegangen, können die ertrinken, aber an sich ertrinken die nicht. Okay. Die können halt nur nicht schwimmen und du kannst dich halt nicht auf die setzen, während die im Wasser sind. Okay, das ist nice. Warte hier, Johnny McFerdo. Jetzt hol dir eine Leine und zieh das mit, ne? Ja, ich kannst du mir schnell eine basteln? Ich bin ja hier gerade am Sand sammeln. Müsste sogar noch eine haben. Das wäre nice. Dann könnte ich das gleich mit in eine Stadt ziehen und mit ins Pferdegehege packen. Ja, ich habe sogar noch 4 Leinen, okay. Reicht ja erstmal, ne? Und ich habe noch eine Dia-Rüstung, wenn du eine brauchst für ein Pferd. Ja, ne, das wäre nice, ja. Dann schenke ich dir die mal. Wo bist du? Ich bin, warte einfach, bis ich wieder zu Hause bin. Ich bin gerade Sand fahren. Alles klar, dann fahren wir mal Sand. Und ich baue da ein bisschen am Haus weiter. Ich bin fast in allen Folgen nur an Farmen. Entweder ich baue meine Gruft weiter und farme Stein. Oder ich bin hier und farme Sand. Die Baldinalo Action. Ja. Deswegen finde ich es cool, dass du jetzt mal das vorhast, was du mit den Tränken vorhast. Ja. Deswegen, ich freue mich auf die Folge. Ich dachte mir, das muss auch mal sein. Übrigens habe ich nachgeguckt, aus Sandstein kann man keinen Sand mehr machen. Ja, habe ich auch gerade nochmal probiert gehabt. Zurück. Weil ich hatte, glaube ich, in meiner Folge gesagt gehabt, ne? Ja, genau. Ja.
Und wenn ihr die Folge von Mystery nicht gesehen habt, geht auf seinen Kanal und guckt sie verdammt nochmal. Ja, ohne Scheiß, warum habt ihr die nicht gesehen? Ja, ich seid ihr Spasten oder so? Was soll denn das? Das ist aufwendig, ja. Ich habe so viel Zeit und Mühe rein investieren. Ey, was soll das? Ihr beachtet das. Was soll das? Alter, das geht gar nicht klar. Ey, deine Zuschauer, ich verstehe die, das ist richtig arrogant geworden. Irgendwie, ja. Seitdem ich mit Minecraft angefangen habe, geht's bergab. Ist so. Machen wir wieder ein bisschen. Nein, mal im Ernst, seitdem ich mit Minecraft angefangen habe, geht's ja bergauf. Jetzt alles andere. Und da sagt man immer so, ja, wenn man Minecraft auf YouTube macht, ne, das hat keinen Sinn mehr, weil es gibt schon so viel, aber ja, man muss das mit den richtigen Leuten machen und dann, wenn man so, ich finde, so Singleplayer, das guckt echt keiner, aber wenn man ich mit den auch nicht richtigen Leuten macht und dann auch noch cool so irgendwie. Und so Projekte und da so ein bisschen Spannung mit reinbringt, ich glaube, ich würde ja selbst kein Singleplayer Minecraft mehr spielen, also. Das würde ich weder spielen noch gucken. Nee. Mich das absolut null interessiert. Das Einzige, wo ich mal in den Singleplayer noch gehe, wenn ich irgendwas ausprobiere oder mal vielleicht Thumbnails mache oder so ein Zeug oder irgend sowas, ne? Aber sonst gehe ich auch nicht in den Singleplayer rein. Nö. Ich meine, was soll das? Was soll die Scheiße, ne? Ganz ehrlich. Ich gucke, wie ich das hier mit dem Dach mache an der Stelle. Ganz ehrlich, mein Pferd hier, warum ertrinken das? Also warum ist denn das hier andauernd? Under the sea. Aber wir können jetzt uns ja auch genug Nein rein theoretisch machen. Wir haben ja so viel Slimes jetzt wegen deiner Netherwarzenfarm. Wieso? Wegen meiner Netherwarzenfarm? What? Ja, ich war letztens so, in der vorletzten Folge war ich, also die hast du noch nicht gesehen, die kommt morgen erst. Okay. War ich so bei dir gewesen, hab mir Netherwarzen geholt, weil ich keine mehr hatte, weil ich ja die alle dir gegeben hab. Ja, das sind sau viele. Ja, und dann war da auch so ein riesen Slime gewesen, weil die jetzt auch das sind ideale Bedingungen bei dir, oder? Dass da Slime spawnen. Nice! Habe ich quasi einen Slime-Spawner gleich mitgebaut. Slime und Netherwarzenfarm, ich meine, das hast du schon gut gemacht. Ja, das habe ich aus Versehen gut gemacht. Aus Versehen, ne? Ja, doch. Ja. Ich komme jetzt mit meinem Pferd in die Stadt geritten. Oh yeah. Und ich brauche ungefähr eine Stunde, um einen Holzblock mit einer Axt abzubauen. Ey, warum komme ich da nicht durch? Braucht das zwei Blöcke? Das braucht zwei Blöcke breit und hoch. Okay. No! Ein Bogenschütze schießt auf mein Pferd! Oh nee! Oh nein, oh nein! Du Arschloch! Du Arschloch! Du Sack! Oh, jetzt. Nichts komisch, was wir den Treppen. Mein Pferd ist tot! Was? Ein Creeper hat's in die Luft gesprengt! Leck mich fit! Oh nein! Oh nein, Chris. Und das alles wegen diesem blöden Burgtor. Oh. Hammer, Chris. Egal, was soll's. Ich hab den Sattel noch. Immerhin, ne? Pferd ist tot, aber hey, Leute, ich hab den Sattel noch. Und ich weiß, dass da noch ein anderes Pferd stand. Wollen wir kurz schlafen? Ja, unbedingt. Bei mir am besten. Stiegenbett. Ich auch gleich. Ich muss unbedingt mal mein Bett umstellen. Ich will mir auch so eine Schlafkuhle bauen wie Niggi. Mhm. Bei der sieht das richtig cool aus. Aber wir können übrigens auch zwei Folgen aufnehmen, weil ich muss eh vorproduzieren. Weil ich dann bald so ein langes Wochenende hab und weg bin am Freitag. Also wir könnten auch rein theoretisch noch eine Folge aufnehmen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Oder auch wollen wir, zwei. Oder? Wollen wir zusammenhängend aufnehmen oder Nicht unbedingt. Also okay. Du kannst es gerne machen, aber ich würde halt zwischendrin gerne Cuts setzen, weil dann habe ich das einfach in der Übersicht. Okay, nice. Machen wir, kein Problem. Kriegen wir hin. Oh, da kommt der Chris, da kommt er angelaufen. Oh nein, oh nein. Oh nein. Jetzt ist aus, Leute. Jetzt kann ich es vergessen. Jetzt hört der Spielspaß auf. Der Spielspaß hört auf. Aber jetzt gibt's keinen Spielspaß mehr. Seht ihr, Leute, es fängt schon an. Ja. Komm mal zu dir runter. Okay, ich pack mal die Sand in der Ofen. Sand in der Ofen? Hey, wärst du doch zu mir gekommen, dann hätte ich direkt das Sand in der Ofen gehabt. Das ist Sand in der Ofen? Oh yeah. Very cool. Very nice. Und was richtig cool ist, dass ich jetzt meinen OP-Goldapfel hab. Das ist richtig geil. Weißt du, was noch viel cooler ist eigentlich? Oh, was kommt jetzt kommt's, Leute? Ich hab gebrannten Ton. Oh. Ding, willst du was ausmachen, wenn ich dann mal demnächst so Ton nehmen würde und dann mal deinen Schornstein, den du da gebaut hast? Ja, bitte. Da ich den mal ein bisschen schöner baue. Das wäre, ja, kannst du durchaus machen.
Hand hier, anlegen. Warte. Hand an, okay. Hey Chris, hier. Bring dir mal was Schönes. Was denn? Aber hier Diamanten, eine Pferderüstung und eine Leine. Die brauche ich ja jetzt auch noch. Ja, aber ich meine, du willst ja trotzdem ein Pferd holen. Ja klar, dann, ich brauch dir nur... Solange du dich wieder an Vogon verschenkst. Ich brauch dir nur ein Nametag, ne? Sonst despawnt es. Nein, nein, sobald du es gefunden hast, despawnt es auch nicht, ne? What? Echt jetzt? Also an sich, die spawnen die Sachen, da hast du recht, aber da du es gezähmt hast, ist es nochmal was an eine andere Minecraft-Logik, weißt du? Minecraft und seine Logik. Ja, du hast recht, an sich würden die Sachen despawnen, wenn sie keinen Nametag haben. Okay. Habe ich also wieder recht gehabt. Sehr gut. Und wieder einmal einen weiteren Fall gelöst von Chris. So. Dann habe ich jetzt hier mal ein Dach gemacht. Muss gucken, wie das jetzt von außen aussieht gerade. Der Ton ist jetzt übrigens in der Kiste. Der Ton oder der Sand? Achso, der Ton ist später dann, ne? Der Sand ist im Ofen. Ah, weißt du, was mir fällt gerade ein? Ich habe sogar, glaube ich, noch Glas gehabt. Ich habe noch keinen Sand mehr. Ups. Macht doch nichts, ne? Macht doch nichts. Weißt du, wie viele Minuten wir gerade sind? Bei 16. Okay, super. Guck mal, was wir gerade für Zeit haben. Ich will gerade Sand schmelzen. Das klappt. Ja, ist auch. Ist auf jeden Fall eine Option, ne? Oder? So. Dann nehmen wir hier unsere Wasserstände wieder, machen wir die leer. So, ich. Holen uns den Nitterwarzen. Zack. Ich weiß nicht, ob das schon an Dings reicht. An. Nee. Ja, du. Sag doch nicht einfach nee, du weißt gar nicht, was ich meine. Doch, doch. Ja, achso, okay. Ich habe vergessen, ja, dass du Hellseher bist. Tut mir leid. Ja, bitteschön. Kein Problem. Ja, bitteschön. Okay. Ich hab schon mal was für dich, das hab ich schon voll gecraftet, gebraut. Die brauche ich jetzt erstmal nicht unbedingt, kann ich mal nochmal selbst craften. Ja, du bist einfach immer noch da. Was denn? Zack, bitteschön. Trank der Schwäche ist das. Oh, wofür wir den wohl benutzen werden? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau. Aber ohne Spaß, ne? Für das, was du vorhast, ist es eigentlich total sinnlos, wenn du diese Tränke nimmst und nicht das machst, was man damit dann logischerweise macht. Ja, aber wir sind ja auch nur zum Trollen da. So, was wolltest du noch haben? Trank der Schnelligkeit, oder? Nö, Trank der Schnelligkeit. Ich wollte Trank der Schwäche und Trank der Verlangsamung. Ach, eine Verlangsamung. Verlangsamung wenn, richtig den nice. Denn? Verlangsamung, da haben wir es irgendwo. Das wäre richtig nice. Magma-Creme brauchen wir. Und eine fermentierte Spinne. Magma-Creme. Ich bin ja froh, dass ich Magma-Creme zu Hause habe. Magma-Creme für das Gesicht. Ja, oder? Was mache ich hier für ein Bullshit, Alter? Ich will eine Braustation craften und mache hier einfach den größten Bullshit des Jahres. Also du brauchst 4 Cobblestone, ne? Ja, ich und weiß, dann... wie es geht. Okay. Aber ich stand gerade an meiner Endertruhe und dachte mir so, hä? Was mache ich hier? Wo bin ich denn? Wie bin ich hierher gekommen? Was ist das? Hä? Kann man das essen, oder? Okay, dann machen wir deinen Trank der Langsamkeit noch länger. Ich verrutsche die ganze Zeit hier in der ganzen Leiste hier mit Redstone, machen wir den länger, so, genau. Ich mache hier mal die... Hier geht's runter. Das ist nicht gut. Das kann ich... egal. Ich mache hier einmal Redstone rein. Zack. Und dann nachts ich, zack. Da bleibt mein Jacuzzi, da kommt mein Schlafecke und hier kommt meine Werkecke. Leute, falls ihr das wisst, ne? Der Chris hat momentan ein Problem, zumindest im Singleplayer, probiert es wahrscheinlich am Ende der Folge nochmal aus. Er kann nicht brauen, ohne dass sein Spiel abstürzt. Also sobald, alles läuft ja alles flüssig immer bei ihm, sieht man ja, ne? Aber sobald er dann versucht, Tränke zu brauen, stürzt er Minecraft ab. Also ab wann stürzt es ab, wenn du dann... Wenn die Tränke quasi fertig gebraut sein müssten. Echt? Eigentlich. Okay. Ja. Okay. Ich kann es dir mal probieren. Also wenn ihr... Ja? Ja, ich kann es ja mal am Ende der Folge probieren. Ja. Wenn es abstürzt, ja, dann wisst ihr, dass es im Multiplayer auch so ist. Also wenn ihr dann Bescheid wisst, also wenn ihr darüber, was das sein könnte, dann schreibt es auf uns auf jeden Fall mal. Das wäre mal ganz interessant. Nice. So, und das ist jetzt ein Scheiße hier, was ich hier gemacht habe. ich muss mir nochmal eine Axt craften. Eine Axt, haben wir doch, haben wir sowas wie Eisen, so etwas Wertvolles selten? Nein, haben wir nicht. Hör auf zu träumen! Träume sind Scheuße. Genau. Mir ist wirklich Eisen das seltenste, was ich am wenigsten habe. Wir haben auch kein Eisen mehr in der Kiste. Aber ich habe unten in meiner Höhle noch Eisen. Okay. Da könnt ihr. So, dann habe ich die letzten Tränke für dich, die der Chris bestellt hat.
Wo bist du? In meinem Haus. Oh nee. Oh nee, das ist so weit. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ohne Spaß, ich tue das einfach in deine Kiste, wo der Unsichtbarkeit ist. Ja, Alter. Bitteschön. Dankeschön. Ja. Back to the Kiste. Da kommt wieder schon so ein... Ich hasse diese Mini-Zombies, ne? Die sind so... Oh, ne. Ja, die sind so schnell. Weil die so schnell sind, ja. Aber ich glaube, die haben nicht viel Power. Power! Power. Ich bin aber schon wegen denen gestorben. Also nicht in dem Projekt hier, aber ey, ich sag mal, solange sie nicht auf Hühnern reiten, ist alles gechillt. Oder? Wenn die Folge noch nicht gesehen habt, ihr habt das verpasst. Ey, ihr habt... Habt den Running Gag dieses Projekts verpasst. Oder? Ja. So. Den Running Gag unserer Stadt. Alles. Ja. Oder dass dass immer Wolfsloch an uns stirbt, ne? Oder umgekehrt. Hä, wer hat das gesagt? Hallo? Ich eben gerade. Hast du mich zugehört? Ich glaube, da war gerade ein TS-Lag. Also ich glaube, da hat jemand gerade gesagt, dass wir wegen denen sterben, hä? Nee, hä? Das, ich glaube, also, das war ein TS-Lag. Was hast du da gehört? Nee, ich habe irgendwie kam so eine Stimme. Ja, irgendwie, wir sterben immer an Wolfsloch. Also wir sterben an Wolfsloch, die nicht an uns sterben. Wir an Wolfsloch? Ach, bitte. Lächerlich. Also wirklich. Ja, das wäre echt absurd. So sorry, dass ich das gerade gedacht habe. Ja, also, da hast du auf jeden Fall, ja, hast dich so gewaltig verwirrt. Und ich guck mal, ob ich mir meine Glücksspitzhacke zusammenköpfen kann, also die dann der ganzen Stadt gehört. Ich habe eine Diamantspitzhacke und wir haben immer dieses Glück-3-Buch bekommen. Also, weißt du, unsere ganze Stadt an sich hat auch ein Glück-3-Buch bekommen, ne? Ja, weiß ich doch. Und das versuche ich jetzt gerade mal auf eine Diaspitzhacke zu machen. Mal gucken. Wie level ich auch? 9 Level, okay. Geil, okay, dann haben wir jetzt eine Glück-3-Spitzhacke. Das heißt, wenn jemand Diamanten findet, ne? Genau, Glück-3-Spitzhacke for the win. The win. Ich laufe durch den geheimen Tunnel, den niemand jemals kennen wird. Okay. Der nur die Leute, die die Folge schauen, ne? Die können und meinen Namen mysteriöserweise in der Mauer sehen. Genau. Könnten sich vielleicht denken, was ist das? Was ist das? Kann man das essen? Was ist okay. Das? Wo ist das? Ich weiß es nicht. Magst du es nochmal jetzt ausprobieren wegen dem Traumwelt? Würde ich sagen, dass du dann die Folge vielleicht beenden jetzt. Ja, jetzt bin ich auch draußen. Aber ja, wenn du mir ein... Hier steht ein Pferd mit Rüstung. Ist das Charlie? Ist das Charlie? Nein, das ist... Charlie ausgebrochen? Nein, ein braunes Pferd mit Rüstung. What the fuck? Hä? Ach, ich glaube, das ist Dings Science. Ich habe ein neues. Ist das Wogons Pferd? Ja! Als ob Wogon, wo ist Wogon? Wo hat Wogon sich der ausgelockt? Ist nicht da, der hat in der letzten Folge sein Pferd verloren und es ist einfach hier. Echt? Wo ist es? Ich reite gerade drauf. Bring's mal zu uns. Ja. Oh, lass es mal als Geisel nehmen, das Pferd. Ich habe es nicht Wogon aus der Stadt geklaut. Falls du das hier siehst, guck dir das an. Warte, gib mir mal das Pferd, gib mir mal kurz das Pferd. Warte. So, Wogon, ich habe dein Pferd. Wird zu lange ausgehören, bis du uns ein Lösegeld zum Bezahlen. Warte, ich baue ab, warte. Okay, gut, danke. Warte, geh mal ein Stück ziehen. Ich meine, wir haben es nicht aus der Stadt geklaut, ne? Also es hat auch nicht zur Stadt gehört, es ist oder zu hast uns zur gelaufen. Stadt gehört, wo du warst? Nein, es ist, was? Er stand vor der Mauer. Also in der, es war bei uns. Sonst ja, deswegen ja. Sonst hätte es am Ende noch uns geklaut. Ja, ich würde sagen, Charles hat für die nächsten Folgen erstmal einen neuen Freund, hä? Ja, Wogon. Jetzt, ne? Jetzt wird es problematisch. Oh, bitteschön. Ja, also ich biete dem einem Zuhause ja einen Freund, ja? Was bietest du, Wogon? Hä? Guck mal, wie glücklich Wogon und Charlie und Chestnut ist. Chestnut und Charlie sind so glücklich, ja? Die sind einfach beste Freunde gerade geworden. Instant. Ich guck mal gleich mal kurz, wie Chestnut richtig geschrieben. Weißt du, wie man Chestnut schreibt, den Namen Chestnut? Na, mit TH. Mit TH, was? Mit CH. Chestnut. Okay, ich muss gleich nochmal gucken, aber Charlie und Chestnut, ja, die sind, guck mal, Best Friends. Komm mal, Chris, komm her. Dann können wir auch gleich bauen. Ich kann es von hier aus mit... Nee, kann ich nicht. Du musst aber kommen, wegen dem Trank. Achso, naja, ich kann auch bei mir bauen, aber egal. Okay. Komm ich zu dir. Charlie und Chestnut. Wie geil einfach, wie sich diese die Folge plötzlich hören. Die besten Freunde forever. Okay, warte, wir singen gleich so ein Lied, ja, wenn wir bei denen sind, okay? Ja. Also, warte, ich mach so einen anderen Shader, so einen epischen, so. Okay. Warte, ich muss noch hier... So, F5-Modus.
Charlie und Chestnut, die besten Freunde, für immer und ewig vereint. Yeah, yeah, yeah. Okay. Charlie und Chestnut, sind sie so süß? Das könnte ein Intro-Song von irgendeiner Sitcom sein. Ja. Charlie und Chester, die besten Freunde, sie sind Pferde. Yeah! Oh Mann. So, jetzt will ich auch noch braun. Okay, aber Chester ist in guten Händen bei uns. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen bei dir. Ja. Also gut. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt aus Rotom-Sicht ist, aber in Pferdesicht geht es ihm gut, weißt du? Ja, aus unserer Sicht geht es ihm auch sehr gut. Bist du jetzt gerade wieder zu dir gelaufen? Ja. Oh Mann. Ich war. Ja, mach du mal schnell. Gut, die Folge ist schon. Ich hasse es, lange Folgen hochzuladen immer. Warum? Die sind zu groß? Die sind, nein, nicht zu groß, aber es dauert einfach länger, den zu rendern und zu hochzuladen und dann. Ich weiß nicht, ob Leute so überhaupt so Zeit haben, so lange Folgen zu schauen, weißt du? Na, wenn nicht, können sie sich das doch in Teile unterteilen. Heute gucke ich die ersten 10 Minuten, morgen die zweiten. Stimmt, so ein bisschen mal ein bisschen. Ja, genau. Bei mir können sie jeden Tag einfach gucken. Zumindest. Ich werde gleich mal auf Twitter schreiben, wir haben heute ein Pferd entführt. Wir haben ein Pferd als Geisel. Vor allem, ja, wir haben sie nicht entführt, wir haben sie nur als Geisel genommen. Wir haben sie bei unserer Mauer gefunden, ne? Ja, stimmt. So, also, ich werde jetzt einen Trank brauen, einen Wurftrank. Und falls das Spiel abstürzt, verabschiede ich mich schon mal. Ihr seht den Pfeil nach unten gehen und falls der Pfeil verschwunden ist, war es das auch vielleicht mit der Folge. Man weiß es nicht genau. Ja, nochmal für meine Zuschauer stellen, ja, nicht, dass ihr schon, also klar wäre es natürlich gegen die Regeln jetzt einfach so, irgendwie das Pferd von Wogan zu stehlen aus der Stadt oder so, das wäre natürlich gegen die Regeln, das würde ich auch nicht machen. Aber ich meine, wenn das Pferd zu uns gelaufen kommt, ja, ich meine, das bietet sich so eine Geiselnahme ja an, ne? Es hat funktioniert. Hat es funktioniert, einen Trank zu brauen? Ja. Okay, cool. Okay, aber im Singleplayer war es ganz komisch, da musste der Trank oben rein. Unten konnte der gar nicht rein. Hä? Das war total, weiß ich nicht. Hast du gemacht? Okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge, oder? Ja, ich gehe vom Server. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, ciao. Und tschüss. Euer Mystery.